Ja, heute werde ich dich einführen in eine Tiefenentspannung aus dem Kundalini-Yoga, Laya-Yoga, eine Technik, um Spannungen abzubauen, und es wirkt insbesondere über das Energiefeld. Yogis sprechen davon, dass der Körper beherrscht wird oder gelenkt wird durch Prana, durch Lebensenergie. Und diese Lebensenergien, die können harmonisch fließen, das Feld kann weit sein, dann fühlst du dich gut und harmonisch. Die Lebensenergien könnten auch gestört sein und dann fühlst du dich eher gestresst oder eingeengt, zusammengezogen. Heute möchte ich dich anleiten zur Laya-Tiefenentspannung. Die Laya-Tiefenentspannung ist eine der drei Tiefenentspannungstechniken aus dem Kundalini-Yoga, die du lernen wirst. Die letzten drei Tiefenentspannungstechniken dieses Kurses sind Tiefenentspannungstechniken aus dem Kundalini-Yoga, dem Yoga der Energie. Im Kundalini-Yoga heißt es ist Prana, Lebensenergie, die den physischen Körper steuert und die auch die Psyche steuert. Und wenn du die Lebensenergie harmonisch fließen lässt, dein Energiefeld ausdehnst, dann kann auch der Körper entspannen und die Psyche entspannen. Und die Laya-Entspannung ist eine Entspannung, die insbesondere auf die Energiefelder wirkt. Es ist eine Entspannungstechnik, welche die einzelnen Energiefelder zum Strahlen bringen will. Laya heißt übrigens Blockaden auflösen. Laya heißt auflösen. Laya heißt interessanterweise auch Ort, also sowohl Ort als auch auflösen. Wenn du Begrenzungen auflöst, dann ist da ein Ort, der ausstrahlst. Stress hat mit Angst zu tun. Angst hat mit Enge zu tun. Verspannung kommt von Spannen und Spannen heißt zusammenziehen. Muskeln entspannen, verspannen sich, werden eng. Energiefeld zieht sich zusammen und diese Enge ist dann eben auch Angst. Und Depression heißt Niedergeschlagenheit und nieder heißt nach unten und zusammen und klein. Keiner würde sagen, dass er in der Depression groß ist. Keiner würde sagen, dass er in der Angst ausgedehnt ist. Und so hilft die Laya-Tiefenentspannung, Blockaden aufzulösen, Energiefeld strahlen zu lassen, weit werden zu lassen, mindestens das subjektive Gefühl weit werden zu lassen, dann lösen sich auch körperliche Verspannungen auf und in der Psyche macht sich Freude, Leichtigkeit, letztlich auch Liebe und Zusammengehörigkeitsgefühl breit. Laya-Entspannung kommt also, wie ich eben gesagt habe, aus dem Kundalini-Yoga, Yoga der Energie. Laya-Entspannung kommt aber auch aus dem Ayurveda-System. Ayurveda spricht nämlich von den sogenannten Marmas. Und es gibt zwei Arten von Marmas. Marma im Sinne von Energiepunkte. Ayurveda spricht von 108 Energiepunkte, wo man zum Beispiel in den Marma-Massagen mitarbeitet. Wir haben ja auch bei Yoga Vidya Marma-Massage-Ausbildungen, wo man diese Marma-Massagen lernt. Es gibt aber auch die großen Marmas, das sind die Energiefelder. Und auf diese Energiefelder, diese großen Marmas, wirkt die Laya-Tiefenentspannung. Laya-Entspannung ist auch eine Grundlage in einem einer therapeutischen Technik, die sich Vaivation nennt. Vaivation heißt so etwas wie lebendig werden. Verspannte Teile sind auch nicht so ganz lebendig, sie sind irgendwo abgekapselt oder fühlen sich nicht gut an. Die Laya-Entspannung hilft dir, dich richtig lebendig zu fühlen. Schritte der Laya-Entspannung. Laya-Entspannung hat folgende Schritte. Die ersten und die letzten sind die gleichen wie in jeder tiefen Entspannung. Das erste ist hinlegen oder hinsetzen. Wie du ja weißt, kann man alle tiefen Entspannungen im Liegen und im Sitzen machen. Zweiter Schritt wäre anspannen, loslassen. Und dann folgen die eigentlichen Laya-Techniken. Man geht mit dem Bewusstsein in die einzelnen Körperteile hinein, geht in die energetische Mitte des betreffenden Körperteils beim Einatmen
und lässt dann die Energie von dort beim Ausatmen ausstrahlen. Wie das geht, werde ich gleich ansagen. Das macht man erst durch die einzelnen Körperteile und danach macht man es mit dem ganzen Körper. Man geht in sein Zentrum als Ganzes beim Einatmen und lässt beim Ausatmen das Energiefeld sehr weit werden. Und der letzte Schritt ist, du spürst Tiefe und Weite gleichzeitig. Laya-Entspannung im Sitzen ausgeführt ist übrigens auch eine Form der Meditation. Nachher kommt man wieder zurück zur Atmung, kann einige Affirmationen machen, wiederholen und sich dann aufsetzen. Gut, das waren die Schritte der Laya-Tiefenentspannung. Mit dieser tiefen Entspannung aktivierst du die verschiedenen Energiefelder in deinem Körper. Du entspannst deine Muskeln und dehnst dich so geistig aus. So kommst du auch zu einem Gefühl in der Weite, der Verbindung und des Vertrauens. Du kannst diese Entspannung natürlich jeden Tag üben oder auch mit anderen tiefen Entspannungen abwechseln. Die nächste Woche könntest du vielleicht gerade mit dieser Technik üben und schauen, wie tief sie für dich wirken kann. Es gibt auch 2 Einzelvideos für diese Woche, eigentlich sogar 3. Du kriegst diese Tiefenentspannung, Laya-Tiefenentspannung im Liegen auch als einzelnes Video. Es gibt die Laya-Yoga-Tiefenentspannung im Sitzen und dann noch eine kleine Laya-Technik für den Alltag. Du kannst nämlich auch im Alltag die Laya-Yoga-Tiefenentspannung üben oder die Laya-Kurzentspannung. Wenn du zum Beispiel am Tag irgendwo merkst, dass ein Gefühl der Enge im Herzen ist, wo du kennst ja auch die Kavacham-Übungen, wie du dich weit machen kannst, du kannst aber auch einfach einatmen in die energetische Mitte des Herzens und ausatmen, ausstrahlen lassen. Angenommen, du fühlst irgendwo eine Verspannung irgendwo in den Augen, kannst du bewusst hineinatmen und ausstrahlen lassen. Du kannst erstmal in dieses eigentliche Energiefeld einatmen und ausstrahlen lassen und dann kannst du auch zu den benachbarten Feldern gehen. Also zum Beispiel, angenommen, du spürst irgendwo so eine Enge, eine Beklemmung im Herzen, dann kannst du auch erst ins Herz gehen und ausstrahlen lassen. Und dann gehst du auch zum Nabel, lässt ausstrahlen und zur Kehle und lässt ausstrahlen. Und innerhalb von ein paar Atemzügen kannst du merken, dass das Energiefeld weit ist. Gut, dazu gibt es dann auch eine Anleitung. Also, so hast du für die nächste Woche einige Aufgaben. Mehr Informationen über Tiefenentspannung findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch die Adressen der Yoga-Vidya-Zentren und der Yoga-Vidya-Seminarhäuser, wo du auch diese Tiefenentspannung lernen kannst, Yoga lernen kannst oder üben, praktizieren kannst, Meditation lernen und vertiefen kannst und dich immer gut regenerieren kannst. Vielleicht bist du inzwischen genauso überzeugt wie ich, dass es toll ist, Entspannung zu üben und dass es gut ist, zu lernen, mit dem Stress des Alltags besser umzugehen. Vielleicht willst du auch gerne diese tiefen Entspannungstechniken anleiten lernen. Dafür gibt es die Entspannungskursleiterausbildung bei Yoga Vidya, auch die Entspannungstrainerausbildung und die Entspannungstherapeutenausbildung. Auch dazu findest du die Informationen auf www.yoga-vidya.de. Mehr Informationen zum Yoga findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.